In diesem Film zeigen wir Ihnen den nachträglichen Einbau eines Anschlagkastens an einem Serofi-Schiebetürbeschlag. Stecken Sie die Montagehilfe auf das obere Ende vom Anschlagprofil. Halten Sie das Anschlagprofil an die Zarge. Richten Sie das Profil lotrecht aus und achten Sie darauf, dass die Montagehilfe mit der Laufschienenblende auf einer Flucht liegt. Schrauben Sie das Anschlagprofil an. Nach dem Einschrauben der ersten Schraube kann die Montagehilfe entfernt werden. Sie können das Profil jetzt komplett festschrauben. Prüfen Sie, ob der Schlossriegel richtig eingestellt ist, indem Sie die Tür schließen. Zwischen Tür und Profil sollte ein Spiel von 1 mm sein. Um die Einstellung zu ändern, lösen Sie die Schrauben und verschieben Sie den Riegel. Bauen Sie nun die Dichtung ein. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens in der Nut des Anschlagprofils. Kürzen Sie die Dichtung und kleben Sie die obere Dichtung mit 25 mm Abstand zum Schlossriegel ein. Die untere Dichtung kleben Sie ohne Abstand zum Riegel ein. Prüfen Sie die Funktion mit der Dichtung. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie die Blende anbringen. Die Blende lässt sich nur sehr schwer wieder abnehmen. Setzen Sie die Blende erst auf, wenn die Funktion ohne Probleme ist. Der Einbau der Schiebetür mit Anschlagkasten ist nun abgeschlossen.